da es jetzt so frisch ist, möchte ich gerne noch mal ganz kurz einsammeln, was wir gemacht haben. Zum einen natürlich unterschiedliche Themen haben unterschiedliche Frequenzen. Und gleichzeitig alles, was einem Menschen als Problem begegnen kann, ist definiert durch eine spezifische Bremsung der eigenen Energie, eine spezifische Umlenkung, ein spezifisches Manipuliertsein der eigenen Energie. Und die vier Testfragen, entlang derer wir das jetzt erforscht haben, waren erstens deine Körperhaltung, zweitens deine Atmung, drittens, was sich anspannt und viertens, wo du kollabierst. Erinnerst du dich an diese Phase in der Schüttelreise, die wir gerade gemacht haben? Es gab diese Zeit, wo wir keine Musik hatten, Mutterseelen allein dastanden mit diesem Trigger und jeder von uns in dieses Thema reinrutscht als Erleben, was letzten Endes aber körperlich definiert ist, energetisch definiert ist. Das ist an vielen Stellen irgendwie, kommt es uns vielleicht nicht so gelegen, weil es durch viele Geschichten und so weiter hindurchkreuzt, aber es sind natürlich wahnsinnig gute Nachrichten. Denn wenn du mit deiner Lebensenergie eine andere Art von Fluss kreieren kannst, kannst du ein anderes Erleben kreieren und sehr viel mehr Freiheit in deinem Alltag oder in Bezug auf deine Triggerthemen.